ist mein Leben zu langweilig für Vlogs? Also ich liebe Vlogs, seitdem ich Casey Neistat auf YouTube entdeckt habe vor ein paar Jahren. Falls ihr nicht kennt, Casey hat über Jahre hinweg fast täglich Vlogs auf YouTube hochgeladen. Also hat jeden Tag gevloggt und am nächsten Tag dieses Video hochgeladen. Und ich hatte das Gefühl, sein Leben muss wirklich unglaublich interessant sein, wenn man damit jeden Tag ein ganzes Video füllen kann. Und dann habe ich mich angesehen und dachte mir, damals in meinem 9-to-5-Bürojob, mein Leben ist definitiv zu langweilig, um Vlogs daraus zu machen für YouTube, die sich irgendjemand ansehen könnte. Und deswegen habe ich mir damals gerne Vlogs von anderen angeschaut, aber niemals selber Vlogs oder YouTube-Videos gemacht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das heißt, ich war dann mein eigener Chef, habe Kundenprojekte durchgeführt. Ich war auf Veranstaltungen in den USA, in Paris, hier in Deutschland. Ich habe Leute getroffen, von denen ich mir niemals gedacht hätte, dass ich sie treffen werde. Habe dann sogar mein eigenes Studio hier angemietet. Und trotzdem habe ich gedacht, dass mein Leben zu langweilig wäre für Vlogs. Es ist wirklich unglaublich. Ich meine, früher, vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder sowas, hätte ich mir doch so ein Leben wie heute ja nicht mehr erträumen können, ja. Und jetzt denke ich mir immer noch, wenn ich die Kamera einschalte, was soll ich den Leuten zeigen? Das ist nicht so interessant, was ich jeden Tag mache. Und ja, das, was ich jeden Tag mache, also im Endeffekt hier an diesem Rechner sitzen, Videos bearbeiten, das ist jetzt natürlich nicht so extrem spannend, aber alles drumherum ist schon irgendwie cool. Vor 5 Jahren hätte ich mir doch so einen YouTube-Channel gewünscht, mit so einer Person wie mir, mit so einem Lebensweg wie meinem, ja, dass ich es geschafft habe, aus einem 9-to-5 auszubrechen in die Selbstständigkeit, dass ich es geschafft habe, aus einem langweiligen Bürojob einen kreativen Job für mich zu finden und dieser ganze Weg dahinter und alles. Und das hätte ich mir doch damals lieben gerne angeschaut und trotzdem habe ich das Gefühl, dass mein Leben langweilig ist. Ich glaube, das Problem liegt daran, dass mein Leben sich ja nicht von heute auf morgen verändert hat. Ja? Als ich heute noch im Bürojob war und morgen dann dieses komplett andere Leben hier geführt habe. Sondern es hat sich ja einfach nebenbei aufgebaut. Über Monate, ja, wenn nicht sogar über Jahre, hat sich das Ganze ja erstmal aufgebaut. Man hat einen Kunden gefunden, dann irgendwann nochmal einen Kunden gefunden. Dann ist man ja auch mehrmals abgebogen. Und bis ich dann an diesem Punkt war, wo ich jetzt bin, das hat ganz schön lange gedauert. Und deswegen kommt mir das jetzt auch nicht so vor wie so ein krasser Switch in meinem Leben, sondern es hat sich einfach nebenbei aufgebaut und sich halt natürlich angefühlt für mich. Und ja, wenn sich etwas für dich normal anfühlt, dann fühlt es sich halt auch irgendwie langweilig an, weil es für dich halt normal ist. Und deswegen möchte ich diese Videos eigentlich für mich selber machen, aber für mich selber von vor 5 Jahren, ja. Und möchte einfach einen ehrlichen Einblick geben in mein aktuelles Leben, wie es ist, ein selbstständiger Freelancer zu sein, wie es ist, Videocutter zu sein, Videograf zu sein und was noch so alles drumherum gehört. Und ja, das möchte ich halt festhalten in diesen Videos und hoffe, dass da halt draußen noch andere sind oder an so einem Punkt sind wie ich damals und dass ihnen halt diese Videos irgendwie weiterhelfen. Und ich möchte auch dich ermutigen, falls du irgendwie darüber nachdenkst, Vlogs zu machen oder YouTube-Videos zu machen, dann mach das. Du musst deswegen jetzt auch nicht irgendwie selbstständig sein oder sowas. Sprich einfach über die Themen, die dich interessieren, zum Beispiel über dein Hobby und mach einfach Videos. Und ich bin mir sicher, dass es da draußen halt Leute gibt wie dich, die aber vielleicht 3 Jahre, 5 Jahre zurückliegen in dem einen Thema und sich über deine Videos freuen werden.